Der rote Zwerg mit dem kleinen Knüppel heißt euch willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir haben im Livestream ein bisschen gespielt mit ihm. Sind jetzt Level 15 statt Level 10. Und wir haben eine Menge Items gefunden und übertragen. Jetzt sind wir am Knüppel angekommen. Haben da sogar noch einen größeren, aber der weniger Schaden macht. Also das sieht doch viel besser nach Zweihand aus als dieser kleine Knüppel, oder? Ey, das ist ja Wahnsinn. Ganz nichts mit dem Anfang. Ja, wir müssen hier Schneewölchen töten. Schneewölchen? Ich gehe lieber unten, hä? Da haben wir mal was ausgewachsen. Ja. Okay. Machen wir mal. Ja, endlich habe ich wieder ein bisschen Zeit. Ich ging nach dem Livestream gestern am 8. Oktober total müde, doch schlafen. Konnte nicht mal mehr Path of Exile Livestream. Tja, und bin dann plötzlich wieder aufgewacht um 2:09 Uhr und jetzt ist 2:09 Uhr und also früher als 2:09 Uhr bin ich aufgewacht, aber eigentlich relativ schnell hier an den PC gegangen, um ein bisschen aufzunehmen. Da habe ich wenigstens jetzt Zeit zum Aufnehmen, weil mir fehlt eher die Zeit zum Aufnehmen als zum Hochladen. Aber das Hochladen kostet natürlich extrem viel Zeit und das habe ich nicht. Aber da muss ich nichts machen, oder? Hier muss ich etwas machen und das ist... Ja, ich gehe sowieso bald auf Twitch, weil auf YouTube laggt es zu viel noch. Da muss ich einfach warten, Geduld haben. Und dann könnt ihr einfach über den Link nach Twitch kommen und dort schauen. Abonniert mich am besten dort auch, also macht einen Account. Dort abonnieren, dann habt ihr eigentlich immer wieder eine E-Mail, wenn ihr... wenn ich aufnehme dort, aber jeden Tag am Abend nehme ich sowieso auf. Jo. Und mal schauen, wie es dort geht, gell? Wenn ich halt, wenn es dort auch nicht so gut geht, dann weiß ich auch nicht. Muss ich halt besseres Internet haben. Muss ich umziehen. Oh je. Also jetzt gehen wir nach hier unten und also im Winlandwald und dann hier nach oben für die Reichsquest. Ja, also ich sage euch, mir gefällt der Papa deutlich besser als der Beshi. Der Beshi, entweder wurde genervt oder ich hatte wirklich immer so schlechte Chancen gegen Monster im gleichen Level. Er macht einfach zu wenig Schaden, also er hat gute Verteidigung, kann lang durchhalten, aber er macht so wenig Schaden, das bringt ihm nicht viel. Tja, Orkknecht töten. Wo haben wir den Orkknecht? Tja, und jetzt bin ich halt am Barbar hochbauen. Und der Ding muss warten, der Schütze. Ich brauche die Items, die farm ich schon mit dem Barbar hier. Und werde dann ja mit den Items dann ihn hochspielen. Ich weiß nicht, wie viel ich finden werde. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, das Reittier tut bald auslaufen. Und Bereich der Gefahr, okay. 2 Tage, 11 Stunden, ja. Es rast wie schnell davon. Wird wahrscheinlich eine Woche doch noch ja, ein Pferd kaufen müssen für 500.000, aber ich habe nicht mal so viel. Ich habe ganz wenig. Vielleicht für einen Tag. Ja, das ist wahrscheinlich Verschwendung. Ja, ich muss schauen, dass ich da eins bekomme. Eine Passive Card. Und dann ein Reittier hole. Ist alles ein bisschen teuer. Ich könnte tausende Charakter-Barbaren hochspielen, um Items zu finden, aber... Tja, erstens ist es extrem
zeitaufwendig, zweitens ist es extrem langweilig, drittens es droppt extrem wenig. Also möchte ich lieber noch ein bisschen Geld investieren für die Magic Find Sachen, hä? Consumables, nein, Booster. 1900. Ja, dann werde ich, sobald ich da in die Nähe komme, dies einsetzen und mal schauen, hä? Nein, das ist nichts. Hm, da haben wir mal eine. Ja, die Leute sind sehr aktiv im Moment. Irgendwie haben die was vor. Auf jeden Fall ladet mich die ganze Zeit jemand in die Party ein, wenn ich in Monzog näher bin. Ich konnte wirklich gleich mal nochmals gut die Aufnahme beginnen, weil direkt davor hat mich jemand eingeladen und musste sofort wieder weg machen. Abmachen die Party-Einladung. So ein blödes Fenster, hä? Kommt dann. Hm. Ja, ja. Also mal kurz schauen. Da haben wir es. Stufe 16. Schön. Ja, dass man im Cap gibt, hat 1000-mal mehr Erfahrung als ich sonst. Novize des Reiches, ja. Hm. Mit Novize des Reiches wird einfach die erste Reichsquest angediesert, wenn ich die erreicht habe, also gemacht habe. Jo. Hm. Ja, im Livestream ist es eigentlich gleich wie hier. Ich werde einfach wie Let's Playen. Und ihr dürft natürlich die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen und ja, einfach irgendwas schreiben, zum Beispiel Wünsche auch sagen. Würde wirklich willkommen heißen, wenn ihr ein paar Sachen denkt. Ja, ich will ja auch nicht alles selber machen, wisst ihr. Ich will ja sehr, sehr sozial sein. Ich bin ein sozialer Mensch, ein unglaublicher. Und deshalb ist es richtig cool, wenn ihr irgendwas sagt, ja, zum Beispiel, hey, geh mal nochmals Reichsschlachten machen mit dem Schützen, dann mache ich's. Ist klar. Ich habe auch eine relativ gute Chance jetzt. Aber ihr müsst einfach wissen, dass es nicht viele Spieler gibt. Auf Isos ist momentan der Tiefpunkt vom Tiefpunkt erreicht. Das ist unglaublich, wie schlecht momentan die Isen ausgerüstet sind. Sie verlieren am meisten, weil sie wahrscheinlich am lowligsten Leute haben. Weil irgendwie alle den Trink oder so spielen. Sie haben den letzten Drachenwunsch seit 20 Tagen. Also die anderen haben das schon relativ früher. Viel früher. Also erst gehabt. Und also wie soll ich sagen? Einfach näher an jetzt diese Zeit, nicht früher. Aber vor allem sind sie einfach viel taktischer. Die Eisen können momentan nicht taktisch spielen. Ich habe ein bisschen mitgespielt und habe gesehen, wie untaktisch die spielen. Also extrem. Da bekomme ich schon fast Angst. Weil ich natürlich der dann bin, der auf die Schnauze bekommt mit meinem Low Level. Wie heißt das? Barbaro del Al Suisse. Der heißt einfach Barbar von Alisius. Tja. Den können wir nehmen, hä? Ich hoffe nicht zu weit reisen. Okay. Ja, ja. Wo ist jetzt die Quest? Da oben, okay. Nehmen wir auch an. Jetzt haben wir wenigstens wieder viele Quests. Ich habe vorher richtig schauen müssen, wo die Quests sind. Musste sie blöd suchen und dann annehmen. Hm. Also. Da. Oh, neue Quest. Oh, eine Keule. Ich will die Keule haben. Gut.
Also machen wir wieder die Reihe nach, hä? Also zuerst muss ich nochmal kurz hier zum Barbarentrainer. Der ist nämlich schön zentral, das ist sehr gut. Jetzt muss ich schauen, hä? Tja. Halt normal. Ich möchte schon eigentlich hier weiter, aber es geht noch lange. Deshalb eventuell hier. Starker Schlag, der Knochen bricht. Ich werde hier. Hä? Nein, ich werde hier. Damit ich hier 3 bekomme dann. Ja, hier geht's nicht mehr. Geht hier noch? Ja, das bringt nichts mehr hier. Also. Müssen noch ein bisschen leveln. Prima. Also hier ist die erste Quest. Die Leute hier sind nicht mehr da. Die haben die ganze Zeit irgendwelche Quests gemacht. Reichquests mit Wölfen. Haben die ganze Zeit hier Wölfe besiegt. Und jetzt muss ich... Aha, Kelethang. Ich muss einfach weiter. Muss hier nichts besiegen. Es ist ein bisschen blöd gemacht, dass man von Gebiet zu Gebiet gehen muss, um die Quests durchs Gebiet durchgehen muss und nicht irgendwie Abkürzungen nehmen kann oder sonst irgendwas. Bisschen blöd gemacht. Und der Bär ist ein bisschen zweibeinig, hä? Oder dreibeinig. Ja, hier müssen wir was machen. Junge Leibeigner jetzt besiegen. Ja, die sind gelb. Tja. Also nehme ich ein paar Parts auf und dann kann ich im Livestream weitermachen. Ja, toll. Jetzt muss ich das noch machen, hä? Blödes Stück Scheiße. Los jetzt. Hopp. Gut. Wie viel? Aha, wir müssen einen Schal haben. Genau. Tja. Markscheck. Oh, hast du einen Magnetenbogen? Ich bin so stolz auf dich. Das ist sowas von Anti. Jeder muss einen Magnetenbogen haben. Dann muss alles immer gefarmt werden. Ich habe immer nie Zeit zum Magneten... Also nie... Glück vom Iris Sigismund aus Remund. Iris Schreckmund. Doch nicht ein Deutscher. Schade. Tja. Knacken wir mal die Wölfe kaputt, hä? Da hat jemand etwas droppen lassen. Oh! Den tue ich dann auf. Den, also wer ihn haben will, der habe ich, gell? Chance auf kritische Treffer durch Bohrschadenspunkt. Chance auf kritische Treffer, nochmal kritische Treffer. Übrigens mega gut für eine Stabskillung. Also ihr habt mit Stabskillung eigentlich große Vorteile als Hexer und Beschwörer. Ich habe das auch gemacht bei meinem Beschwörer, aber irgendwie habe ich nicht so die gute Skillung noch dafür. Ich brauche ein bisschen mehr Verteidigung. Das ist ein schöner Platz hier, hä? Tipptopp zum... Die Wölfe töten. Jetzt ist er weg, hä? Er ist weg. Ist er... Ah. Ja, der ist wahrscheinlich off. Wenn er zu lange, also wenn man zu lange ohne Tastatureingabe oder Mauseingabe herum bleibt, also wenn das Spiel meint, du bist AFK, kickt es dich. Tja. Und das machen die meisten eben, dass sie sich irgendwie bewegen, indem sie den Chat aktivieren, wenn man sich bewegt.
Und ja, manchmal sieht man extrem ulkige Gestalten, die ungefähr richtig psycho herumlaufen. Ah, da ist er. Er ist doch nicht gekickt worden. Wolfspilze. Jetzt brauchen wir noch zwei Wolfspilze, hä? Ja, ja. Machen wir das, hä? Hui. Komm, einen schaffen wir noch, hä? Wir müssen frühzeitig weg, wenn wir es nicht schaffen. Ja, das trifft er, hä? So. Also jetzt gehen wir aber unten nicht zurück, oder? Naja, komm, wir gehen zuerst zurück. Weil wir haben jetzt gleich wieder ein Level, können wir gleich hier skin und andere Sachen, Quests annehmen. Das ist besser, immer wieder zurückzugehen, als weiterzugehen. Müssen wir den Weg zwar anderthalb Mal so lange machen, aber dann mit Quests und alles Mögliche. Ist doch viel besser. Dass die Quests sehr abwechslungsreich in Gebieten ist, wissen wir ja. Aber sehr langweilig sind. Arthur X. X, Arthur X. Ja, der tut zum Beispiel Wölfe jagen. Deshalb nie dort jagen. Die Quests machen mit den Wölfen und den Hunden. Hab's jetzt bisher immer unten gemacht und immer Erfolg gehabt, dass niemand da war. Der andere hat ja auch keine Wölfe getötet. Prima, dann hier abgeben. Sehr schön. Ah, jetzt muss ich nach oben. Ja, ja. Prima, dass ich auch mal wieder schön ausgeruht reden kann. In einem Let's Play. Im Livestream habe ich immer so das Gefühl, ich mag nicht mehr reden. Muss immer manchmal eine Zeitpause machen. Es tut mir dann immer so ein bisschen leid, ja. Aber man wird ja auch widerstandsfähiger, wenn man viel redet. Da kann man plötzlich 1000 Jahre reden, ohne dass es man wieder wird. Aber wenn man krank ist, ich bin jetzt gerade momentan leider krank und deshalb ja, habe ich dieses Problem, hä? Das wollte ich nehmen. Ja, ich wollte das wieder nehmen. Zerdrücken. Nehme ich, hä? Wie viel Reichweite? Steht es nicht, die Reichweite? Okay. Also, zerdrücken. So. Ich werde am besten das gleich so ändern. Und dann die Quests annehmen hier hinten. Schön, dass wir jetzt Quests haben. So viele. Weil ich nehme nicht die grünen Quests an, weil die ja nicht so gute Sachen bringen und eigentlich nur nerven. Damit ich schnell nach oben komme. Versteht sich, oder? So. Ja, ich wollte den Speer eigentlich nehmen. Aber der ist schwächer, hä? Okay. Ich habe ja über 100 Schaden mit dem. 105 bis 119. Ist auch sehr langsam. Ist das schwach, hä? Mega schwach. So, jetzt muss ich hier hin, hä? Drinnen wahrscheinlich, ja, ja. So. Oh, ich habe die maximalen schon. Ja, stimmt. Also jetzt müssen wir Quests bis nach B kommen. Ach, ich finde die Haare so schön. Manchmal sind sie nicht so schön und sind sie ein bisschen
grünlich aus, aber das ist wegen dem Licht. Die Lichteffekte sind extrem. Kält da. Ah, jetzt. Da vorne muss ich irgendwas aktivieren. Hier. Mit Pilze. Da. Ausgewachsener Schneewolf. Wollen wir jetzt hier besiegen? Da sind nämlich... Da ist noch einer. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier runter wieder. Gehen die Schneewölfe und gehen dann weiter. Tja. Aber so kommt man gut vorwärts. Jetzt haben wir 17. Zwei Level gemacht, schön. Ist es schön, in einem paar zwei Levels zu schaffen. Davon könnte ich nur träumen mit meinem Schützen. Und der muss noch 11 Level haben. Hey, oh hey. Noch 12 schon knapp. Noch. Ich hoffe, die Qualität ist gut, weil ich gerade ein bisschen störendes Mikrofon habe. Ich muss meinen Bart wieder mal schneiden. Ich habe einen Bart wie ein Wikinger. Aber eben, wenn man immer krank ist, dann hat man keine Lust zu Bart schneiden, wenn man so dicke Haare hat, dass die Maschine fast kaputt geht. Ich habe eine neue Klinge, also eine ganz neue Rasierklinge gekauft, also das ganze Teil, und es geht nicht gut. Weil ich zu dicke Haare habe. Ich habe einen richtigen Pelz. Ja, ist leider so. Ich liebe Baban, Baban. Sind immer noch OP. Ich hoffe, die wurden nicht zu stark genervt am Endgame. Ich denke nicht. Also die machen Schaden. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich habe mal einen 300er Crit bekommen. 3000 meine ich mal. Auf jeden Fall habe ich... Ja, war ich eigentlich One-Hit tot fast. Das muss ein richtiger Suchti sein. Eine gewaltige Sucht. Haben wir hier noch einen? Da vorne. Ausgegossener Schneewurf, ja. Die sind schon grün. Die waren doch erst... gelb. So. Das haben wir und sonst müssen wir nichts mehr hier machen. Da unten. Machen wir das zu unten zuerst. Ist wahrscheinlich wieder ein Ork töten oder ein Leibeigner töten. Los, vorwärts. Gib mir dieses Winlandwald. Hopp. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir schaffen es, ja. Wir haben es geschafft. Orkknecht 5 töten. Ja, toll, weißt du? Was ist ein Scheißwolf noch angreift. Ja, da haben wir sowieso keine Chance. Gehen wir zuerst nach oben. Können wir schön noch ein bisschen regenerieren. Der Start ein bisschen schneller regenerieren wäre auch nicht schlecht, aber das Problem ist, dann ist es halt imbalanciert in den Invasionen für die Gegner vor allem. Oder für beide. Aber für die natürlich. Man sollte irgendwie die Stadt zumachen können, dass die Stadt auch zuerst aufbrechen müssen über ein Tor hin. Und dann Seiteneingänge auch ein Tor hin. Das ist sonst irgendwie. Es gibt noch viel zu überarbeiten in diesem Spiel. Ich würde am liebsten mitmachen. Mein Traum wäre es, einfach ein bisschen mitzuhelfen. So, dann ist es leider auch bald der Part zu Ende, aber es kommt bald wieder neue. Ja, täglich kommen wieder Parts.
könnte ich hoffen, da ich jetzt gesünder bin. Hm. Tja. Also. Dann könnte ich mich regenerieren und dann noch die Hunden besiegen, hä? Ja, ich bin hier schon fast regeneriert. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part oder bis zum Livestream. Tschüss.